schmeckt bestimmt. Nee, er hat nicht bestimmt geschrieben, er hat schmeckt. Beetzimt. Fettfinger, Killy. Rote Beete Zimt? Ja. Rote Beete Zimt? Nein. Ich kann ja noch ein zweites Buch holen. Nein. Nein, nein. Sitz, Platz, Finger weg. Lass den Scheiß. Mach ich auch nicht. Ich lass das mal da. Also mal ganz ehrlich, ich will hier wieder... Obwohl, ich will gern wissen, wie es weitergeht. Ich gebe es ehrlich zu. Wieso rechnet das hier rein? Weil du einen Dachschaden hast. Also mein lieber Schatz, ein für alle Mal. Ich habe keinen Dachschaden. Ich habe ein amtlich beglaubigtes Sprung in der Schüssel-Syndrom. Ein Porzellan-Syndrom. Aber genau. Ich habe keinen Dachschaden. Ich dachte eher, sie hat keinen Dachschaden. Der Dachschaden hat sie. Das ist Punkt Nummer 1. Das wäre dann Punkt Nummer 8. Ja, das ist das blöde Aquarium hier oben. Das wäre Punkt Nummer 1. Und zweitens immer diese Diskriminierung. Ich habe keinen Dachschaden. Nö, überhaupt nicht. Ich habe ein Porzellansyndrom. Hier ist noch ein Buch. Liste der Dudu-Hus. Ziel Wienchen, Lady Yuriko, Zwergnase und Lilunia. Okay. Liste der Dudus. Ach so, der Dudus. Dieser Du-Du-Du-Geschichte mit dem großen Zeigefinger. Ich schmeiß mich weg. Ich glaube nicht, dass du damit auch nur irgendwas ausrichten kannst. Okay, damit ist die Geschichte wieder beendet. Das erste... Ja, ich weiß. Habt ihr es eben gehört? Ach nee, bei mir könnt ihr es ja nicht hören. Hier stehen sie tatsächlich und sagen, oh, schade. So ein Ton. Ich steige hier wieder aus. Ich bin eigentlich im Grunde nur noch zum Lesen da. Zumindest heute, genau. Bis du wieder Lust hast, irgendwelche Sachen zu bauen. Habe ich doch. Guck mal hier. Also, nee, ich weiß, du kannst es nicht sehen, aber ich habe hier Laternen aufgestellt. Zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Und der eine stört mich hier voll. Also irgendwie schon... Die sagen echt ihre Meinung. Ihnen gefällt es nicht. Mann, dann baut den Scheiß doch alleine auf, ihr blöden Typen hier. Mal da. Geh hin und bau eine Laterne auf. Er nickt auch noch. Sehr schön. Dann soll er mal machen. Der stimmt ja auch sehr einzurecht. So, oh, mal gucken. Da. Na gut, wie gesagt, ich bin eigentlich nur zum Vorlesen da. Dafür kann ich mich auch momentan mit dem Sabbel nicht bremsen. Ich weiß auch nicht. Oh, so. Punkt. Ich sehe gerade auf der anderen Seite vom Archiv stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Pulte. Er schießt mich mit heißen Tatzen. Ist das jetzt euer Ernst? Ich soll wirklich... Ich habe einen Händler bei mir, der hat Blasenkorallenblock zur Verfügung, Glowstone, Melonenkerne, Porzellansternchen, Mangrovenkeimling und Potzol. Aha. Hey. Was soll ich das, das Merkwürdige dabei ist, er steht mitten im Gehege der Schweine. Ihre Teilnahme am Leseprogramm wurde bestätigt. Okay. ja. Also ich kann echt nur eins sagen, wenn euch die Geschichte gefällt, mache ich gerne weiter. In der Meinung seid, das sollte jemand anders vorlesen, macht das bitte auch. Ansonsten stehe ich weiterhin diesem bekloppten Verein hier als Vorlese-Oma gerne zur Verfügung. Dann mal eine technische Frage. Kili, du bist doch so ein Herzchen von wegen TNT, ne? Ja. Ja. Welches ist der Radius von der Explosion eines TNT-Blocks? Das kommt ganz aufs Material drauf an. Oder ganz normal der Gestein und ein bisschen Kies. Bis 8, ne? Nee, nicht 8. Ich glaube, Stein ist, glaube ich, 3 mal 3? 3 oder 4 mal 3, ja. Von ungefähr. Warum fragst du uns? Probier das doch mal aus. Ja, 3 mal 3. Höhe, Breite, Tiefe. Okay, probiere ich mal aus. Ich habe jetzt vom Eingang aus 6 reingebaut und dann mal gucken. Zünden. Ah, das wird Spaß. Und? Oh, ist wirklich nicht viel. Deswegen stapeln die Leute ja so richtig schön aufeinander. Ja, etwa 3x3. Bumm. Also, genau. Ja, ist etwa 3x3, das stimmt. Das stimmt soweit.
Ich habe leider kein TNT mehr. Ich hatte nur einmal 5 Stück. Killy? Ich hätte jetzt nur noch ein bisschen weiter höher setzen müssen. So ein Scheiß. Killy? Was denn? Schick ihr doch mal TNT vorbei. Nein. Doch, mach mal. Ich schmeiß es weg. Nein, bewahr es auf. Wer weiß, wozu du das noch gebrauchen kannst. Oh, schade, dass ich kein Griefer bin, echt. Und zu jeder Lieferung TNT haben wir eine Werbeaktion. Aha. Ach je, so. Aber bitte schön. Hier habe ich eine Fledermaus. Sag mal. Dir geschickt ein rosa Bett? Aha. Ich sag doch, das ist der Fluch der rosa Betten. Es gibt keinen Fluch. Zumindest nicht auf diesem Server. Nein, überhaupt nicht. Entschuldigt bitte, Niki ist wieder dabei, hier Kratzspielchen mit der Küchentür zu machen. Und ja. Diese süße kleine Knuddelkatze. Ja, das glaube ich gerne. Moment. Ach. So, jetzt den Boden ausheben. Sie hat auch schon an der Balkontür gekratzt, so ein bisschen. Ich glaube nämlich, dass sie raus. Ja, und die Küche ist nicht so gut. Bei euch, glaube ich, dritter Stock, ne? Ja, aber die Sache ist halt die. Es duftet gut in der Küche. Ich hatte nämlich heute Bratwurstgulasch mit Wiener Würstchen. Oh, lecker. Frische Möhren rein. Hunger. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ihr habt eine dumme Angewohnheit. Wenn ihr erstmal anfangt zum Essen zu reden, krieg ich wieder Hunger. Geht nicht aus, Ende. Feier, Sitz. Platz. Genau. Viel tot. Wie wäre es, wenn wir alle mal ein wenig zum lachenden Wildschwein essen gehen? Und dann in Pfefferminzsoße gekocht? Ganz ich hülle mich in Schweigen. Also, genau. Also ich gebe es ganz ehrlich zu. Man hört ja immer wieder, dass unser liebes kleines Dickerchen aus Frankreich das ja nun mal nicht mag. Ich habe leider mal Wildschwein schlecht probieren dürfen. Also das war wirklich nicht besonders. Ich habe selber zubereitet. Ja, da kann man ja viel sagen. Ich bin keine schlechte Köchin, aber das ist sowas von... Nee, mache ich nie wieder. Aber wenn mir einer sagen kann, wo ist gutes Wildschweinbraten? Oder wird gut gewillt... Genau. Gut gebratenes Wildschwein gibt. Oder wie gekochtes Wildschwein in Pfefferminzsoße schmeckt. Scheußlich. Das wäre schon mal... Das sagt man immer, aber... ne? Glaub mir. Glaub mir. Ich glaub dir fast alles. Probier mal Chips mit Nutella. Wenn dir das schmeckt, dann hast du einen relativ, breit gefächerten Geschmack. Abstrusen Geschmack. Ja, da bin ich stolz drauf. Ja, ich auch. Also, abstrusen Geschmack hatte ich eigentlich schon immer. Aber es könnte ja auch eventuell schmecken. Man weiß es ja nicht. Nur weil es uns nicht schmeckt, heißt es nicht, dass es nicht Leute gibt, denen es da wirklich schmeckt, die dann alles für tun würden, oh ja, gerne. Das ist ja das. Also, ups, ne? Genau. Es wäre dann doch das irgendwie, oder so ähnlich. Hm. Wäre eine Möglichkeit. Möglichkeiten sind wie Ziele. Ihrer gibt es viele. Und außerdem heißt es nicht immer, über Geschmack lässt sich streiten. Ja, irgendwie schon. Also dann ist in dem Moment, kann man dann sagen, ja hier, ach mal, oh gut, los, ich habe... Wie ist denn diese kackige Fledermaus? Ich höre immer, oder ich lese immer rechts von mir irgendwie, Fledermaus kreischt, aber ich sehe nichts, ich finde die nicht. Vielleicht in der Maus, ja, das kann eventuell an der falsch liegenden Tonspur sein, dass die irgendwo bei dir ausgelöst wird. Nee, dann muss ja irgendwo eine Höhle sein, deswegen. Entweder ist da eine Höhle oder es ist eine Tonspur, die irgendwo im Stein hängt. Das ist natürlich auch möglich. Gut.
ich habe mich dazu entschlossen, ich gehe mal bei... darf ich das andere Spiel nennen? Ja. Cyberpunk 2077 habe ich letztens zum Geburtstag geschenkt bekommen. Nein, ich werde nicht sagen, wie alt ich wurde. Alt genug ist besser zu wissen, jung genug, um das eine oder andere ignorieren zu dürfen. Dankeschön. Jo. Vielen, vielen Dank. Und ich habe... Frauen altern nicht, sie reifen. Ja, was meinst du, wie das manchmal hier stinkt? Glaub's mir. Echt, das ist ein Reif, den willst du... Ach, Alter, das willst du nicht mitmachen. So. Dann musst du mal wieder deine Füße waschen. Ach, damit der Dreck nachrutscht. Okay, so wie Demon es letztens meinte, ne? Ach, der. Was weiß der schon? Der kann viel behaupten, wenn der Tag lang ist. Ja. Nein, ich möchte euch gerne mich was zeigen. Obwohl, ich mag Demon, er fetzt. Ja, die fetzen bei. Unsere beiden Herren fetzen wirklich. So. Es ist folgendermaßen. Ich mache mal eben hier für euch ohne Übertragung eine Live-Schaltung an, damit ihr was zu lachen habt. Vielleicht gefällt das dem Kili auch. Also ist folgendermaßen. Ich habe hier so eine süße Kleine mir ausgesucht. Und dann probiert man ja, guckt man da, was kann man bei ihr alles ändern. So vom Kopf des Dings kann man wirklich alles ändern. Wie zum Beispiel, diese Brust ist wirklich ein bisschen klein. Dann gehe ich auf Standard, Handvoll mehr. Und dann macht man sie ein bisschen größer. Nicht schlecht. Und dann gehe ich jetzt runter und sage, das hier, Genitalien schalte ich mal ein. So, dann fällt die Hose weg. Klar und deutlich zu sehen. Jetzt gehe ich aber einen Schritt weiter und sage, Penis 1, guck mal, wie schön die Dinger wackeln, wenn man dann einmal einschaltet. Und Penis 2 ist etwas größer und wackelt wie eine... Ehrlich, es sieht aus wie eine Bockwurst, die man... Wubbel. Na, es ist schon, ich habe schon so manchen, das ist so Hammer. Das ist echt irgendwo, und wenn man dann dreht. Wubbelt das mit, oder wie? Nee, nicht ganz so. Das wäre lustig. Nee, es wubbelt nicht. Auch ihre Oberweite nicht, so wie sie es normalerweise gerne übertreiben. Ne, aber diesmal überhaupt nicht. Aber schon allein wie das hin und her war. Leute, ich habe ja schon einiges gesehen. Aber das, dieser Gummiknochen ist wirklich... Yes. Fertig? Okay, pass mal auf. Da ist jemand gerade dazugekommen. Der guckt sich das kurz mit an. Wupp, 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 wupp. Lass mich raten. Gleich hören wir ein Heyo. Wupp, wupp. Ein Tee. Das ist jetzt nur zur Anschauung gedacht gewesen. Das war wirklich nur zur Anschauung. Also das ist irgendwo... Ich habe hier gestern gesessen und habe wirklich Tränen gelacht. Ich habe auch gedacht, Leute... Und hat mir irgendjemand ins Ohr gehaucht. Genau deswegen haben einige Leute Cyberpunk unbedingt spielen wollen. Hm, das war ich. Das warst du, ne? Oh, ich habe so gelacht. Ich habe irgendwie... Alter, es ist irgendwo schon. Aber ich mache meine Übertragung mal aus. Dann, ja, da ist er ja, unser Demon. Was kann ich für dich tun? Ayo. Hey, oh je. Oh, du hörst dich aber auch nicht gerade lustig an heute. Was gibt's denn? Ist so schlimm heute bei dir? Du hast die Geschichte verpasst. Hm? Nix. Du hast die Geschichte verpasst. Welche Geschichte? Von Killy, die geschriebene. Ich durfte wieder vorlesen. Hab aber auch gesagt, dass ich dann aussteige. Moment. Ich habe gerade 10 Stunden Victoria am Stück gespielt. Was können wir für deine Handlungen? Ich bin jetzt ein bisschen platt. Ich kann dir eine Dampfwalze vorbeischicken. Die macht aus ein bisschen mehr. An deiner Stelle würde ich mich ins Bett legen. Lass den Blechbikini da, wo er hingehört, ja? Ach ja. Oh, mein Arme. Na, wer ist denn da noch nicht pennen? Wie pennen? Pennen. Ja, wie gesagt, 10 Stunden Victoria ist ein bisschen anstrengend.
Aber ich habe ja gesagt, große Runde heute. Dankeschön für das rosa Bett. Ja, ablasten. Wir waren zwischendurch zu siebt. Ja. Okay. Wie gesagt, war ganz witzig. Na, das ist doch das Wichtigste, dass es auch Spaß bringt. Ich glaube, sonst würde man das Ganze auch gar nicht machen, ne? Hm. Granit, Diorit und Kies. Und viel zu wenig Platz im Inventar. Benötigen Sie eine Inventarerweiterung? Wir haben heute eine ganz besondere Werbeaktion für Sie. Aha. Und die wäre? Zu jeder Schalker-Kiste 2 pinke Betten gratis. Nein. Dann verzichte ich gerne. Definitiv. Darf ich meine Meinung hören? Wenn Sie eine pinke Schalkerkiste bestellen, bekommen Sie sogar 3 gratis. Hier. Ich weiß zwar nicht, was es ist. Hier. Was nicht. Nein, also gut. schöne Grüße aus dem Hintergrund. Regen prasselt höchst gerade. Schöne Grüße an den Hintergrund zurück. Habe ich schon sicherheitshalber gemacht. Aber irgendwo hatte ich ja auch einen Zombie gehört, aber... Ah, mal gucken. Werde ich wieder zurückrennen, aber irgendwo war doch hier... Ach ja, nee, irgendwie schon. Guck, also, bin ich da. Ernsthaft? Ah ja, ich habe auch jetzt die Bestellung gemacht, dass jetzt die neue Festplatte und das neue Netzteil dann hoffentlich übernächste Woche hier ankommen. Ja, das wäre nicht schlecht. Aber nicht, dass es dir so schnell geht mit Theo. Theo hat Dienstag bestellt, Mittwoch war es da. Das hatte ich mit meinem Mikro, das ich hier benutze. Habe ich an einem Donnerstag bestellt, hieß dann, ja, in 2 Wochen ist es da. Und dann war es aber aus Bayern am nächsten Tag schon hier. Hochachtung. Ja. Immer diese Bayern. Ganz davon abgesehen. Eigentlich sollte man mal wirklich, wirklich klassisch sagen, danke. Ja, absolut. Ja. Na, danke an die Leute, die uns sozusagen das alles ermöglichen, dass wir hier bequem online bestellen können und so. Und dass wir das auch immer so schnell bekommen. Mhm. Na, also das muss ich ihr sagen. Hat es einen Hürden. Ich muss auch sagen, so an Dienstleister, egal in welchem Bereich, ob Gastro, ob im Einzelhandel oder eben Post und sowas, absolut Respekt. Ich könnte das nicht. Post? Na klar. Ausgerechnet die. Die mehrere Stunden... Was die leisten, das ist krass. Ja, mehrere Stundenzettel verschlampen leisten sie zum Beispiel. Naja, das ist natürlich scheiße, dass du so eine Erfahrung gemacht hast. Ja gut, ich muss gestehen. Um jetzt mal den Dienstleister nicht zu nennen. Ein besonderer Dienst hier bei uns, der hat schon oft bei uns irgendwie angeblich geklingelt, es war keiner da und dann durften wir das bei der Packstation abholen. Aber ein anderer, der ist bei uns hier wirklich gut. Stimmt, der Super-GAU war dann von dem anderen, mein Geburtstag war im Juni gewesen und erst im August konnte man die Sache irgendwie klären. Weil das Paket nämlich verschwunden ist und angeblich bei jemand anderem tatsächlich eingegangen ist.
Also wenn es wirklich irgendwo eingegangen ist, hat jemand meine Unterschrift gefälscht. Hier in der Nähe soll noch eine angeblich mit einem ähnlichen Namen wohnen, wie mir, wie meiner eben ist. Und das soll hier irgendwo dann abgegeben worden sein. Was absoluter Blödsinn ist. Also, da weiß ich nicht, ob die sich da nur rausreden wollen, weil das Paket kaputt gegangen ist oder so. Oder keine Ahnung. Ich weiß nur, meine Schwiegereltern, die hatten das Paket ja schließlich alles soweit bezahlt und dann losgeschickt, haben dann das Geld wiederbekommen und dann, ja, haben sie, glaube ich, dann zu Weihnachten mir doch noch was dazu geschickt, noch extra. Wegen meinem Geburtstag noch nachträglich. Ich hatte mal mit einem anderen System Probleme. Einer der Götterboten. Name muss nicht genannt werden, der weiß Bescheid. Ich bin egal, das ist schon eigentlich. Ist trotzdem eigentlich schon Hinweis, wer das ist. Na, also Götterbote ist klar. So, und mein Mann hat mir mal vor Jahren eine Bücherreihe geschenkt. Die ich eigentlich sehr gut fand. So, und es hieß dann, ja, wir haben ihm die Bücher geliefert. Hat geklingelt, gemacht, getan. Ich dachte, wie hat geklingelt, gemacht, getan? Wie hat niemand geklingelt? Den ganzen Tag schon zu Hause. So, da hatte der Sausack, Entschuldigung, das Tüte, muss man aber so sagen, die Tüte genommen und uns bei uns den Zaun gehängt an den Gartentor und ist wieder abgezischt. Ja, ist schon scheiße sowas. Und da waren zwei Bücher drin. Weil sie dann gesagt haben, also wir liefern jetzt schnell zwei aus. Dann ist beim nächsten Mal wenigstens, ja, genau. So, und das Problem eben an der Geschichte war, Bücher weg. So, und ich habe auch gesagt, Leute, ich habe die Bücher nicht. Also, ich zahle nicht, wenn ich die Bücher nicht habe. Ich sag, wer hat denn wann wohin geliefert? Ja, und wo hat das hingetan? Ja, auf den Mülleimer. Ich sag, kann nicht sein, der ist versteckt. Also, wohin? Und da haben sie dann herausgefunden, dass es an das Gartentor gehängt hat, dass einer aus dem Dorf vorbeigekommen ist, knack, knack, und weg war. Ja. Ja. Ich habe die Bücher nochmal gekriegt, aber diesmal über einen anderen Faller. Über einen anderen, diesmal über die 30. Sand. Ja. Es gibt für Hermes eigentlich Regeln. Gibt es. Gibt für jeden Regeln. Für jeden Dienstleister, der so Lieferservice macht. Auch wenn es Essen ist. Es gibt gewisse Regeln, die eingehalten werden müssten. Und teilweise aber nicht gemacht werden. Ich weiß noch, als ich in der Innenstadt gewohnt hatte, als Beispiel. Da hatten mein Freund und ich wirklich mal uns eine Pizza gegönnt. Und das hat eineinhalb Stunden gedauert. Eigentlich der Laden, die Pizzeria, ist bei uns wirklich vielleicht 10 Minuten Autoweg gewesen. Der ist aber noch in einen anderen, komplett anderen Stadtteil gefahren. Und unseres war schon kalt und absolut fettig durchgesifft. Mag ich ja gar nicht. Ja. Also ich habe ja vor ein paar Tagen Pizza bestellt. Das war wieder so typisch, die finden meine Wohnung nicht. Oh. Okay. Na, du wohnst ja auch im Keller. Wie kann man dich da finden? Ich wohne nicht im Keller. Das weiß ich. Das war ja auch ironisch gemeint. Nee. Das Problem ist, dass sie eine Einfahrt früher... Das ist eine komplett andere Einfahrt. Aber das ist auch alles 183. Plus I bis G. Ja gut, wenn es 183 ist, klar, bei so alten Sachen. Ja. Ja, und ich wohne 183 D. Oh. Also nochmal ganz woanders. Genau. Zwei Straßenzüge weiter, dann dreimal links abbiegen, fünfmal rechts rum, zweimal am Mond links weg und dann ist man irgendwann schon auf der richtigen Spur. Und gleich in der Mond links weg. Dann müsste man quasi bei der Bestellung, bei den Bestellhinweisen hinschreiben, eben halt, es ist D. Diese Zahl und D. Bitte, bitte guck, dass es auch wirklich richtig ist. Ja. Huiuiui. Bei uns hier im Haus, das geht zum Glück. Die haben ja dann das Namensschildchen unten an der Klingel und das reicht denen ja auch. Wir haben hier kein A bis Z oder keine Ahnung was. Na, zum Glück.
Also ich steh meistens, wenn ich Pizza bestelle, vorne an der Einfahrt. Ich warte eigentlich drauf, dass der Lieferbote anruft. Wir haben sie nicht gefunden. Ich gehe runter, stelle mich an die Einfahrt. Sie fahren die Straße entlang. Da steht ein Typ in einem schwarzen T-Shirt mit der schwarzen Jogginghose, dunklen Schuhen und einer verdammt langen blonden Mähne.